Здорово, ребята, herzlich willkommen bei Rap Mir. Ihr habt es mal wieder geschafft, ihr habt schon wieder mein Postfach vergewaltigt. RIP Postfach. An dieser Stelle, Slay, du bist der Erste gewesen, der den Track Einspruch von Terrell vorgeschlagen hat, Bratucha. Deshalb muss man einfach nochmal erwähnen und danach ist irgendwie, ich weiß nicht, was da los ist, wir müssen das auf jeden Fall abchecken. Ich soll unbedingt auf diesen Track reagieren, Freunde. Ihr wisst, dann ist die Vorfreude umso größer. Jetzt bin ich erst recht gespannt, was da passiert. Wir lassen es einfach mal knacken. Ich habe von Terrell noch nie was gehört. Mal sehen. Was läuft? Mein Name ist Terrell. Ich bin 23 Jahre alt und habe am 30.03.2020 fast mein Leben verloren. Mein Homie und ich sind in eine Polizeikontrolle geraten. Ich hatte ein bisschen Weed dabei und hatte keine Lust auf ein BTM. Okay. Also Betäubungsmittel-Eintrag oder Betäubungsmittel-Test. Also, ja, das ist dann halt, wenn man ein bisschen Zeug dabei hat. Irgendwann wird man erwischt. Gerade in Bayern ist das mega schlimm. Dann kriegt man diesen BTM-Eintrag. Und wenn man doch irgendwann hinter Gittern muss, dann hat man die ganze Zeit diese BTM-Geschichten. Und wenn man dann ja, drin ist, dann darf man ganz lange keine Privatklamotten haben und so weiter und so weiter. Also in Bayern ist das ein bisschen schlimmer. Im Norden ist es etwas entspannter. Aus welchen Gründen auch immer, weil die Leute da irgendwie BTM drin verstecken könnten, wenn die Verwandten oder Familie dann halt Privatklamotten reinschicken können. Oder warum auch immer. Auf jeden Fall ist so ein BTM-Eintrag in der Akte immer Kacke und das hat er anscheinend versucht zu verhindern. Also bin ich gerannt. Hätte ich gewusst, dass diese Aktion mein Leben kosten kann, hätte ich das niemals gemacht. Der Polizist hat mich gegen einen Metallmast getackelt und ab da waren bei mir die Lichter aus. Was auf dem Boden noch passiert ist, kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall war mein Brustwirbel angebrochen, mein Kiefer gebrochen, ich hatte eine Platzwunde über dem linken Auge, Schädelhirntrauma, Gehirnblutung, plus von meinem Schädel sind Knochenstücke abgefetzt und haben die Nerven in meinem Auge erdrückt. Das heißt, ich bin so gut wie blind auf einem Auge. What the fuck, Alter, was? Jetzt stellt euch vor, ihr werdet aus dem Krankenhaus traumatisiert entlassen und müsst lesen, dass ihr den Polizisten angegriffen habt. Alter. Okay. Könnt ihr euch vorstellen, was das mit einem macht? Viele Leute haben mir geraten, vor Gericht zu gehen, aber diesmal höre ich auf mein Herz und nehme die Sache selbst in die Hand. Ich erhebe Einspruch. Alles klar, deshalb heißt der Track Einspruch. Krass. Okay, das erinnert mich an eine Geschichte, ein bisschen Real Talk an dieser Stelle. Ein guter Freund hat das, ich sag jetzt so Kölner Raum, sowas ähnliches gehabt. Und zwar ist da so eine, wie formulieren wir das? Eine Sondereinheit. Ja, bei ihm eingelaufen, hat da die Tür aufgetreten. War nicht ganz so krass, das ist hier schon ein versuchter Totschlag, Alter. Hat die Tür aufgetreten, er wusste natürlich nicht, was los ist morgens um 6, hat dann irgendwie versucht, da kommen halt Leute rein, die schreien rum und sind möglicherweise noch maskiert und so. Hat halt versucht, irgendwie sich aus dem Staub zu machen, beziehungsweise sich überhaupt irgendwie da zu verstecken oder zu wehren. Wehren hört sich jetzt immer so an, als ob man irgendwie versucht, die Polizei zu schlagen. Aber wenn man nicht weiß, wer da gerade versucht reinzukommen, dann ist das sowieso so eine Sache. Naja, auf jeden Fall haben die den dann irgendwie irgendwann auf dem Boden gehabt. Und als sie den auf dem Boden hatten, haben sie ihm da noch ein paar Tritte hinterhergegeben. Nur so vorsichtshalber, damit er auch wirklich nicht aufsteht. Und Ende vom Lied ist, er hat halt so eine riesen Beule am Arsch gehabt und musste dann operiert werden. Da hat sich irgendwas entzündet und dann mussten die das rausschneiden und so mit Eiter und so ein Scheiß. So, und ja, er hat natürlich erst dann vor Gericht gegangen und hat dann gesagt, hey Leute, ich hab da irgendwie, das war ein bisschen übertrieben. Und die haben ihm damals nahe geraten, das ist schon zig Jahre her. Es gibt auch dieses Kommando, vielleicht kennen das einige von euch, da so Kölner Richtung, die gibt es so zum Glück nicht mehr, die haben gerne ein bisschen auf die Kacke gehauen,
Auf jeden Fall wurde ihm dann geraten, nicht vor Gericht zu ziehen, beziehungsweise das Ganze zurückzuziehen, weil da ja noch eine Strafe offen sein könnte. Und wenn er das nicht zurückzieht, dieses Körperverletzungsding, dann gehen die da voll 100% auf ihn ein. Also, das ist halt immer so. Gegen eine Staatsmacht. Ich meine, ich finde das ja schön und gut, dass wir haben einen Rechtsstaat und das funktioniert auch alles super. Aber das ist halt so, sollte super funktionieren, so die Theorie. Ja. Aber es gibt halt immer wieder so schwarze Schafe, die da irgendwie sich stark fühlen, sobald sie den Sheriff-Stern tragen. Das habe ich auch noch nie nachvollziehen können und habe da eine absolute Antipathie gegen. Also, ja, gut. Genug geschnackt. Mal sehen, was da auf uns zukommt. Krass, jetzt bin ich richtig gespannt, Alter. Terry. Okay, da werden sogar Bilder eingeblendet von den Verletzungen. Ich red direkt von meinem Herzen, Nigga, scheiß mal auf die Cops. Nur weil ich schwarz bin, trag ich Narben mit dem Face auf meinem Kopf. 2020, der Rassismus hat die Safe noch nicht gestoppt. Wenn die Psyche nicht so stark ist, wird es eklig hier am Block. Bleib. Okay. Also, krass, Alter. Das ist halt so Rap-Rap, okay? So wieder straßentauglich, straßenlastig, straßentauglich sowieso, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Und der Beat kommt mir auch bekannt vor. Nicht so stark, es wird es eklig hier am Block. Black Power, rappe mit gebrochenem Kiefer. Mach den Shit nicht vor Gericht, ich sag nur aus in meinen Liedern. Hab schon 4-5 BTM und smoke trotzdem noch Reefer. Mach den Shit jetzt noch viel mehr, weil dieses Trauma zu Fieber. Bin ein Zicken aggressiver, trag keinen inneren Schaden. Boah, der Junge geht ab, Alter. Ich weiß gar nicht, ob ich mich auf das Video konzentrieren soll oder auf seinen Rap. Das ist so. Puh, Alter. Hier steht jetzt noch viel mehr, weil dieses Trauma zu Fieber. Bin ein Ticken aggressiver, trag einen inneren Schaden. Hab in letzter Zeit nur Suppen und paar Pillen im Magen. Okay, trag einen inneren Schaden, habe in letzter Zeit nur ein paar Suppen und Pillen im Magen. Wenn der Kiefer gebrochen ist, dann lässt sich auch nicht so gut essen. Und anscheinend muss hier einfach Frust raus und das merkt man auch, dass er hier einfach mal so ein bisschen Dampf ablassen muss. Und ich hoffe echt, dass er da irgendwas bewirken kann, auch wenn es schwierig ist, gegen. Ja, gegen den Staat vorzugehen, wenn die Polizei da mal wieder Mist gemacht hat, Alter. Krasser Typ, Mann. Nur zwei nimmt trotzdem, schmeißt sich einfach vier rein zum Schlafen. Was für Richterin, nur Gott, so diesen Weg zu bestimmen. Schmeißt einfach vier rein zum Schlafen. Ja, okay. Darf nur zwei nehmen, trotzdem schmeißt sich einfach vier rein zum Schlafen. Was für Richterin, nur Gott, so diesen Weg zu bestrafen. Ich bin traumatized, wach auf und ich denk direkt an Homicide. Mich fuck'n übel ab, dass durch den Bastard meine Mama Digga. weint. Pack mir Stift und Blatt und red vor hunderte Niggas. Fick den Staat und mach dir aus dem guten Junge ein Killer. Was ist los? Bah. Okay, das ist der Beat von Aiken, Locked Up, eingesperrt. Schöne Parallele an dieser Stelle zu dem Titel Einspruch, Locked Up, man ist eingesperrt in einem freien Land, weil kommt, so wie jetzt bei ihm, das ist schiefgelaufen, kommt die Polizei, dann bist du auch draußen nicht frei und hast auch da. Ja, bist halt machtlos gegen die Gewalt, die auf dich hinabregnet. Und ach, das ist krass, Alter. Ich hab auch diesen Track einfach schon ultra lange nicht mehr gehört. Das ist so, ich glaube, über Akin muss ich nichts sagen. Das ist schön gewählt, wirklich. Wäre auch eine schöne Metapher. Ist auch mega nice, dass sie da so passend zum Rap-Video eben Videos einspielen mit Polizeigewalt gegen irgendwelche Menschen, die vielleicht, also ich meine, ihr seid so lange unschuldig, bis das Gegenteil erwiesen worden ist. Das heißt, jetzt einfach irgendwem den Schädel einzuschlagen, vor allem als Polizist, als jemand, der da eine Riesenverantwortung hat. Ist einfach, und dass das auch noch auf Video festgehalten wird, das ist sowieso das Beste an der ganzen Sache, Alter. So, da können sich alle Leute mal so vergewissern.
guckt mal, was da abgeht und wollt ihr nicht mal aussortieren? Vielleicht mal in eurem Bezirk oder eurem Revier. Vielleicht habt ihr Leute, die sind aggressiv. Boah, da können mit der Verantwortung nicht umgehen. Das sind halt meistens so Leute, denen früher in der Schule irgendwie das Pausenbrot geklaut worden ist. Hab ich immer so das Gefühl. Yeah. Ich nehm den Knacks, den ich grad hab und mach das Beste draus. Seh nichts auf dem Auge, setz ein Trend auf einmal will der ganze Rest ist auch im Back und baut das Game. Boah, jetzt baut er das mit seinem Auge nochmal ein. So seine ganzen Verletzungen sind quasi implementiert, so wie sich das anhört. Ganze Rest ist auch im Back und baut das Game, weil es wieder mal was Echtes braucht. Damals waren es Love-Songs, heute straight up halt die Fresse Sounds. Die Lutscher dachte ich echt, ich könnte den Nigger hier ficken. Hab mein Leben fast genommen, ohne schlechtes Gewissen. Doch ich bin back und fühl mich stärker, denn ich hab echt gelitten. Got ambitions as a rise, bevor ich end, ist beschissen. Bitch, I'm Wow, also der hat halt auch echt einen. Das ist echt ein stabilen Flow, ne? Das ist so Back to the Roots nochmal. Das ist so eine Straßenattitüde, die er da mitbringt. Und die Atmosphäre stimmt auch einfach. So, das passt einfach alles, Alter. Dann dieser Beat von Aiken, oh mein Gott, ich muss mir nachher das Original nochmal reinziehen. Locked up. Krass, Alter. Benutze ich, lass mir nichts mehr sagen. Dorn im Auge des Systems, ich brauche einen kugelsicheren Wagen. Ich glaube, sie wollen mich tot sehen und in nächster Zeit begraben. Deshalb zeige ich weiter Disrespect, solange ich lebe und atme. Gott weiß, Herz ist kalt, doch dafür ist es hier am Block heiß. Ich sag dir, was so abgeht, 100 Pro, du wirst geschockt sein. Ganz egal, was kommt, ich schwöre, ich lass mich nicht brechen. Und falls ihr schießt, werde ich die Scheiße überleben und lächeln, ihr wisst Bescheid. Und falls ihr schießt, werde ich die Scheiße überleben und lächeln, ihr wisst Bescheid. Und er ist raus. Boah, was, Alter? Ach komm mal. Ehrenstück. Geil. Schade, dass es schon wieder vorbei ist. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr irgendwie mal so eine erste Erfahrung, negative Erfahrung mit der Polizei gemacht. Falls ja, schreibt sie doch mal gerne in die Kommentare unten. Meine erste negative Erfahrung mit der Polizei. Meistens so positiv, außer man macht da Praktikum, ist da wahrscheinlich nicht so viel. Meine erste positive, negative Erfahrung mit der Polizei war, weiß schon zig Jahre her. Ja, da musste ich aus welchen Gründen auch immer, musste ich da meine Hosentaschen ausräumen und einmal so, ihr wisst das halt, dann geht man so zur Seite, dann muss man halt alles rausholen, was man da so hat, so. Und vielleicht haben die was gesucht, vielleicht auch nicht. So auf Verdacht erstmal so, ja, alles klar. So, und ich habe dann so meine Sachen rausgeholt, so mein Handy, Bargeld, Schlüssel, Sonnenbrille und sowas und halt so Jacke, alle Hosentaschen leer, bla. Ja, und dann nehmen die das halt auf irgendwie und dann bekommt man ja irgendwann seine Sachen wieder. Ja, und ich nehme dann so meine Sachen, also als das dann irgendwann durch war, nimm so meine Sachen. Handy, Sonnenbrille, Schlüssel. Guckst du? Digga, wo ist mein Geld? So. Okay, weiß ich nicht, waren vielleicht 40 Euro oder sowas. Aber so aus Prinzip so. Ich sag, hey, wo ist mein Geld? Und die so, welches Geld? Ich sag, ja, mein Geld halt. Also ich hab, wo ist mein Geld? Ich hab mir noch Geld aus der Tasche. Also ich hab doch Geld rausgelegt. Ich hab das da hingelegt. So, wo ist das? Welches Geld? Da war kein Geld. Und ich so, nein, ich hab doch. Und dann habe ich erst verstanden, okay, die haben mich gefickt. So. Okay. Da, okay, alles klar. Dann brauchte ich gar nicht weiterreden. So. Ich habe es am Gesichtsausdruck gesehen, dachte, alles klar, Mann. Schmeckt. Das war so Begeisterung pur. Also, ja, das ist so, das ist dann so das erste Mal, wenn du so Kontakt hast zu der ganzen Sache und das ist dann so, ich verstehe das auch, warum dann der ein oder andere so einen gewissen Hass entwickelt, weil das dann so unfassbar unfair ist. Ja, so viel dazu. Heftiger Typ, der Terrell. Also, ich
Respekt erstmal dafür, dass er überhaupt diesen Track gemacht hat. Vielleicht macht das einigen Leuten ein bisschen die Augen auf. Vielleicht macht das einigen Leuten Mut, falls irgendwie Polizeigewalt im Raum ist. Keine Angst haben, einfach versuchen, dagegen vorzugehen. Ich weiß, zur Polizei gehen, anzeigen, und es mag keiner, okay, möchte keiner, will keiner, niemand möchte das. Aber wenn ich denke, es ist okay, wenn es die Polizei selber ist, die man da möglicherweise an den Pranger stellt. Und wenn es nur in Anführungszeichen ein krasser Track ist, so wie dieser hier von Terrell, damit den Leuten mal so ein bisschen die Straße aus einer anderen Perspektive beziehungsweise die ganze Situation aus einer anderen Perspektive gezeigt wird. Freunde, falls ihr schon mal negative Erfahrungen hattet mit der Polizei, schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt mir natürlich gerne in die Kommentare, wie ihr Terrell findet. Slay, Bratucha, danke, dass du das Ding vorgeschlagen hast. Dachbodengang, ich küsse eure Herzen und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Давайте, пацаны!